wann und wo, und das Casino Bregenz boten gemeinsam mit der Tanzschule Hible einen unvergesslichen Tanzabend. Tanz im Glück gab 17 tanzbegeisterten Paaren nicht nur den Platz zum Tanzen, sondern auch die Chance, mit etwas Glück die Reise zum Opernball zu gewinnen. Wir starten das Glücksjahr 2018 gleich schon mit einem Highlight, und zwar ermöglichen wir für ein Pärchen den Traum eigentlich, dass man auf den Wiener Opernball in eine Lounge von uns eingeladen wird. Ja, so eine Aktion ist nur möglich, wenn man die richtigen Partner im Boot hat. Von unserer Seite aus, von Wann und Wo, möchten wir uns wieder bedanken bei dem langjährigen Partner, dem Casino Bregenz. Allen voran dem Herrn Direktor Bernhard Moosbrucker. Natürlich auch an unseren Michael Lely, der wieder das Testimonial war. Er als alter Dancing-Star, bekannter, hat uns als Testimonial wieder gedient. Und auch ein großes Dankeschön an die Juanita Hible von der Tanzschule Hible in Dombien. Eine Reise nach Wien inklusive Loge beim Wiener Opernball und passender Abendrobe winkte dem glücklichen Gewinnerpaar. Nicht verwunderlich, dass es auf dem Parkett dementsprechend rund ging, denn jeder, der einmal beim Opernball war, kann den Zauber bestätigen. Ja, was ist das für ein Flair? Ich war ja 1987 als Debütantin beim Wiener Opernball. Dann 2011 durfte ich die Eröffnung machen. 2 Jahre später durfte ich mit meiner Tochter wieder nach Wien bei der Eröffnung dabei sein. Und vom Flair her einmalig. Die Oper, das ist das Gebäude, das man natürlich mal als Ballsaal sehen sollte. Und dann die Leute dazu, dann die ganzen Gäste dabei, die vielen Ballsäle, die vielen Veranstaltungen, die in der Oper selber stattfinden. Wunderbar. Also, wenn ich jetzt mitmachen dürfte, hätte ich auch mitgemacht, weil das ist schon eine große Ehre, weil ich bin jetzt schon 2-mal beim Opernball dabei gewesen. Man muss diese ganze Atmosphäre gesehen haben, mitgemacht haben, weil das ist eine einmalige Möglichkeit. Schlussendlich stieg die Spannung dann beim Riesenroulette. Jedem Teilnehmer eine Zahl am Roulette-Tisch zugeteilt, entschied das Glück bzw. die Kugel, wer Schritt für Schritt ausschied. Am Ende durfte sich Günther Lissi über den großen Hauptpreis freuen. Ich gewinne sonst nie bei so Sachen. Wirklich, ich bin da inne und habe mir gedacht, da mache ich mit. Spaß, oder? Tanzabend, ein schöner. Und dass wir jetzt tatsächlich nach Wien fahren, ist ein Hammer. Wir gratulieren herzlich und wünschen eine unvergessliche Opernballnacht. Take me on, sunny,